Hallo zusammen und willkommen bei vereinfacher.de. Heute mit dem Thema einer Abmahnwelle. Es gibt ja viele Wellen in Deutschland, ob das die Corona-Welle ist oder die Grippewelle, aber jetzt reden wir hier und heute über eine Abmahnwelle. Ja, was eigentlich ist genau passiert? Und zwar, der eine oder andere hat es vielleicht selber sogar auf den Tisch bekommen. Es gibt einen Anwalt in Berlin, der wegen sogenannter Persönlichkeitsrechtsverletzungen wegen der Nutzung von Google-Fonds einzelne Webseitenbetreiber oder Vereine, Unternehmen, gemeinnützige Unternehmen abmahnt, mit dem Hinweis darauf, dass eben die Verwendung von Google-Fonds ein Datenschutzverstoß darstelle, also ein Verstoß gegen die DSGVO, und in der Folge dann sich hier der Betreffende schadensersatzpflichtig machen würde und bietet dann in diesem Schreiben, was mir hier auch vorliegt, dem Betroffenen an, dass quasi dieser Vorgang, abgegolten werden kann gegen Zahlung von 170 Euro. Und das Ganze ist so aufgebaut, dass eben hier in diesem Schreiben durch diesen Rechtsanwalt zunächst geltend gemacht wird, dass er jemanden vertritt, der wiederum Mitglied einer sogenannten Interessengemeinschaft Datenschutz ist. Und das Ganze ist dann eben auch hergeleitet mit Nachweisen aus der Rechtsprechung, die eben auch schon geurteilt hätten, dass eben bei Datenschutzverstößen Schmerzensgeldansprüche bestehen. Und wie gesagt, das Ganze mündet dann mit der Aufforderung, 170 Euro zu zahlen. Ja, was ist davon zu halten? Darüber wollen wir heute einmal kurz miteinander sprechen. Mein Name ist Dirk Schwenn, ich bin Rechtsanwalt und euer Experte rund um das Vereinsrecht. Und unsere Einschätzung an der Stelle dazu ist wie folgt. Google Fonds, das wisst ihr wahrscheinlich, ist ja nichts anderes als eine Art, ich nenne es jetzt mal Schriftartenverzeichnis, was Google eben den Nutzern anbietet. Das heißt, man kann dort bis zu 1400 unterschiedliche Schriftarten quasi abrufen. Und diese Schriftarten kann man dann, wenn man das möchte, nutzen, um zum Beispiel damit seine Homepage zu gestalten. Und bei der Art und Weise, wie man jetzt Google Fonts verwendet, ist es so, das kann man einmal lokal auf seinem Server machen. Man kann es aber auch quasi, ich sage jetzt mal, bei Google direkt machen, also quasi remote. Und dann ist es natürlich so, der Server steht im Zweifel in den USA. Und das hat zur Folge, dass wenn Nutzer auf eure Webseite kommen, dann besteht die Möglichkeit, dass über Google Fonts, soweit remote verwendet, dann quasi die IP-Adresse der einzelnen Nutzer, der einzelnen Besucher dann in die USA wandern, ohne dass sie davon Kenntnis haben. Das ist sozusagen der Kern des Verstoßes. Und da muss man sagen, ja, da ist was dran. Das heißt, diejenigen, die eine solche Google Fonts Verwendung haben, sollten sich das anschauen und sollten jedenfalls diese Remote-Nutzung abstellen, damit sozusagen ihnen nicht das passiert, was ihr Gegenstand dieser Abmahnwelle ist. Was aber, wenn jetzt sozusagen das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und man ein solches Schreiben bekommen hat? Da ist unsere Rechtsauffassung an der Stelle, ja, das Ganze stellt einen Verstoß gegen die DSGVO dar, aber es wird jetzt hier ein Schadensersatzanspruch geltend gemacht im Sinne eines immateriellen Schadensersatzanspruches, im Sinne eines Schmerzensgeldanspruches. Und da kann man sich tatsächlich die Frage stellen, wo soll denn da überhaupt der Schaden sein, der betroffenen Person, die hier als Mitglied einer Interessengemeinschaft Datenschutz genannt wird. Deswegen in unserer Bewertung ist schon gar nicht dargelegt, wo und wie hier überhaupt dieser Schaden entstanden sein soll. Und deswegen würden wir diesen Betrag nicht zahlen wollen. Wir glauben auch, aber das ist natürlich ein bisschen Kaffeesatzlesen, dass dieser Betrag relativ niedrigschwellig gewählt worden ist, damit eben der eine oder andere sagt, oh, das ist jetzt hier irgendwie lästig und ich will mich auch gar nicht weiter damit befassen und ich will auch keinen Ärger haben und deswegen zahle ich das einfach mal. Denn in anderen Fällen, bei anderen Abmahnwellen gab es teilweise höhere Beträge und da ist vielleicht der ein oder andere dann eher geneigt zu sagen, das will ich jetzt aber mal durch den Anwalt prüfen lassen oder da will ich jetzt mal
gucken, ob ich das nicht über die Rechtsschutzversicherung abgedeckt bekomme oder da will ich vielleicht erstmal gucken, ob der mich verklagt etc. pp. Hier, wie gesagt, relativ niedrigschwellig, 170 Euro. Die andere Variante, wenn man sagt, man will auch etwas proaktiv machen, wäre natürlich in der Tat, dass man entweder selber oder dann doch über einen Rechtsanwalt ein entsprechendes Schreiben macht. Wir haben ja auch ein entsprechendes Musterschreiben für unsere Vereinfacher.de Abonnenten. Und insofern habt ihr da, ich sag mal, alle Handlungsoptionen, die ihr dann braucht. Ja, so viel zu dem Thema, so viel zu unserer Einschätzung an dieser Stelle. Was ganz interessant ist noch abschließend vielleicht, wenn man auf diese Homepage der Interessengemeinschaft Datenschutz geht, kann man dort lesen unter Aktuelles, jedenfalls im Moment, dass es wohl schon ein einstweiliges Verfügungsverfahren gibt gegen diese Interessengemeinschaft und damit letztlich ja gegen diese Abmahnwelle. Und da scheint eine einstweilige Verfügung gegen diese Interessengemeinschaft erlassen worden sein. Da wird dann von der Interessengemeinschaft aber gesagt, ja, man sei gar nicht angehört worden vor dem Erlass und das sei alles gar nicht in Ordnung. Und deswegen wolle man auch gegen diese einstweilige Verfügung vorgehen. Das geht natürlich. Aber es bleibt eben spannend zu sehen, was dann eigentlich da weiter passiert und ob es dann eben hier weitere Abmahnungen geben wird oder nicht. Das, wie gesagt, können wir jetzt im Moment nicht sagen. Aber so viel, ja, der Stand für hier und heute. Und wie gesagt, wenn noch Fragen sind, jederzeit gerne. Ansonsten natürlich der Hinweis ganz zum Abschluss. Wir haben auf vereinfacher.de eine große Menge an Content für die Vereine rund um die Gemeinnützigkeit, rund um die Steuern, rund um das Arbeitsrecht, aber auch natürlich um das Datenschutzrecht. Und wir haben wie immer unsere Webinare mit tollen Praxistipps und sagen jetzt aber erstmal Tschüss und bis bald.